Leute, und damit herzlich willkommen in einer neuen Folge. Ich habe vor 6 Tagen Raps gedroschen. Und jetzt sind wir schon spät dran und jetzt kommt er wieder rein. Hier heute zusammen mit LG Daniel. Wir sind heute am Rapsdrillen in Direktsaat. Das ist alles so ein bisschen anders gelaufen, als ich mir das jetzt hier vorgestellt habe. Ursprünglich wollte ich Striptill machen. Beim anderen Betrieb sind aber mehrere Schlepper kaputt. Jetzt kriege ich keinen für Striptill ran. Parallel sind wir noch am Dreschen. So, dann habe ich Direktsaat Mats heute Morgen angerufen und habe gesagt, kannst du kommen? Er sagt, was denn? Ich sag, du musst drillen. Ich komm. So, also wer noch Interesse hat, mal an den Novak oder Matthias Seidke aus Stralsund, könnt ihr gerne anrufen. Der drillt euch das, der kommt. Die Jungs machen Tag und Nacht. Und der ist jetzt im Hintergrund, fährt sie die Novak. Die kommt auch gleich hier nochmal lang. Wir machen heute was ganz Spezielles mit Daniel zusammen von LG. Und deswegen ist da oben auch die Werbung. Die Werbung ist nicht da, weil ich hier Geld für kriege oder so, sondern mir wird das Saatgut für Versuch gestellt. Und darauf muss ich ja darauf hinweisen. Und deswegen steht da Werbung in der Ecke, nicht weil irgendwelche anderen Werbeverträge kommen. So, Leute, wir haben hier was ganz, ganz Spannendes. Und zwar, wir hatten hier ja schon Direktsaat Weizen und jetzt folgt hier Direktsaat Raps. Ist vielleicht nicht die beste Wahl. Der Boden hier ist relativ sandig, aber naja, gut, so wählerisch kann ich ja in meiner Region nicht sein. Ist auch jetzt flächentechnisch anders gekommen, als ich ursprünglich wollte, aber andere Geschichte. Jetzt haben wir hier was Spezielles, Daniel. Ja, haben wir. Hallo. Was haben wir denn? Wir haben was. Was ganz Neues haben wir. Und von mir auch nochmal herzlich willkommen hier bei Hannes. Ja, wir haben uns Folgendes überlegt. Ist ja kein neues Thema, aber wir haben uns jetzt nochmal speziell mit diesem Thema beschäftigt bei Saaten und haben hierfür speziell eine Mischung aus 3 Komponenten entwickelt, die eben wirklich optimal auf den Raps abgestimmt sind oder ist, indem sie dann quasi mit gemeinsam auf dem Feld etabliert wird. Wir haben hier eine Mischung aus 3 Komponenten. Zum einen haben wir hier die runden schwarzen Körner, ist die Purpurwicke. Dann die grünen kleinen Körner, die wir sehen können, ist der Alexandrinerklee. Und diese gelben, das ist eine Mantelsaat, das ist der Boxhornklee. Und diese 3 Komponenten haben wir jemals Boxhornklee und Alexandrinerklee 30% in der Mischung und 40% von der Purpurwicke. Und in Summe bringen wir von dieser Mischung 10 Kilo parallel zu dem eigentlichen gedrillten Raps mit aus, um das eben als Beisaat auf der Fläche zu etablieren. Ja, welchen Gedanken verfolgen wir denn mit der Geschichte? Wir wollen, also 3 Punkte wollen wir damit abfertigen oder erreichen. Erstmal als ganz wichtigen Punkt die insektizide Ablenkung, also sprich Erdflow, Kohlfliege und Co., die wir ja aufgrund dieser Beisaat, die ja dann auch einen speziellen Geruch hat, die Insekten gehen ja auch stark nach optischen Reizen und eben auch nach Geruch. Also die können den Raps quasi riechen und eben finden. Und mit dieser Geschichte, mit der Beisaat, schaffen wir das eben, da eben so eine optische und sensorische Ablenkung zu generieren, um da eben, wenn wir mittleren bis leichten Befall von Insekten haben, um da eben eine Abwehrwirkung zu erreichen und da eben auch dementsprechend Pflanzenschutzmittel zu sparen und eben einmal weniger Insektizid zu fahren. Ne? Das wäre ja schon ein Erfolg, wenn das denn so klappt. Ne? Genau, also einmal weniger wäre bei mir gar kein Mal mehr. Also eben, ja. Genau. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Genau. Gänzlich muss man sagen, also der Versuch ist tatsächlich so, wir haben ja in den Novak haben wir unfassbare 5 Saattanks verbaut. Wahnsinn. Wahnsinn. Also wir haben in einem haben wir Dünger, wir fahren hier 100 Kilo SSA unten drunter. Dann haben wir zusätzlich diesen Beisaattank und dann haben wir die Rapssaat. So, das sind die Komponenten, die wir jetzt hier miteinander ausbringen können und wir können das tatsächlich auch machen, dass wir neben der Rapssaat ist der Dünger. Das können wir euch mal zeigen. Und damit wollen wir dann natürlich jetzt hier anregen. Nach der Ernte ist hier sowieso weniger im Boden. Wir haben die Düngeverordnung, da ist ja kaum Stickstoff noch da. Ich hätte jetzt normalerweise Striptill gemacht, Einzelkorn gemacht, aber nächstes Jahr wieder. Ich bin ja ein begeisterter Striptiller und Einzelkornseher, aber
an manchen Jahren wird es halt nichts. Und dann muss man halt auf Plan B zurückgreifen. Und es ist nicht so, dass direkt seit Matze schlecht performt hat. Mit zwischen 4,5 und 5 Tonnen hat der Raps geerntet. Also funktioniert ja. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Wir haben jetzt ja hier gedrillt und Daniel hält jetzt mal die Kamera. Und dann gehen wir mal hier mit dem Spatenstich rein. Wir sind jetzt auch vom Vorgewände da weg, Leute. Weil wir haben, kannst du mal zeigen, wir haben Vorgewände an der Bundesstraße, Leute. Und ich habe mich vorhin gewundert, warum ich da nur einen Zentimeter in den Boden komme am Rand. Ja, logisch, weil da jeder anhält und parken muss. So, aber wenn wir jetzt hier gucken, ohne Bodenbearbeitung. Daniel, ja, hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen. So, gehen wir hier rein und gucken uns das an. Und klassisch Novak, wir haben ja hier diesen Schlitz. Und jetzt gucken wir hier. Da ist das Rapskorn. Genau, da lief die Raps. So, ja. Wenn man jetzt hier so ein bisschen das aufmacht und zur Seite klappt, der ist natürlich jetzt, der fällt sehr gut, der Boden. Haben wir auf der Seite und auf der Seite ist der Düngel. Vorhin habe ich das relativ gut gesehen. Genau. Das müssen wir einmal nochmal gleich nachgraben. Nicht, genau, nehmen wir nochmal eine. Müssen wir nochmal eine Probe machen. So. Gucken wir mal hier vorsichtig wieder. Ja, nicht doch schön. Das ist ein Düngerkorn? Nee, das sieht aus wie, doch, das ist ein Düngerkorn. Genau, das ist, genau. Genau. Raps kommt natürlich sehr flach im Boden. Mhm. Und deswegen ist natürlich Hairpinning auch da. Das ist auch nochmal ein Korn, das ist von der Beisaat. Genau, das ist der Alexandriner Klee, den wir da sehen. Genau, das kommt alles natürlich super flach in den Boden. Und deswegen muss man auch wirklich eine Direktsaatmaschine haben, die da gut performt. Und da muss man auch sagen, ich habe das vorhin schon zu Daniel gesagt, kann man sagen, was man will. Über die Bedienung, weiß Gott was alles über die Novak. Aber Ablagegenauigkeit kann das Ding. Wenn man sich jetzt das wo mal anguckt. Gut, hier können wir mal mit ein bisschen mehr Stroh jetzt gucken. So, hier ist ja der Char, klar. Hier sieht es nach Hairpinning aus, aber es wird ja seitlich da reingesteckt. So, theoretisch, wenn wir es jetzt hier aufklappen. Oh, dann würden wir da was finden irgendwo, ne? Ja, da war eben so ein gelbes Körnchen unter der Erde. Genau, das war dann. Wir bräuchten jetzt hier ein schönes Taschenmesser und da war der Dünger. Mhm. Das war aber auch die erste Bahn und danach haben wir noch tiefer gestellt. Ne, das ist die zweite Bahn schon. Also das funktioniert wirklich gut. Interessant wird es natürlich, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Für mich ja auch völlig neu hier mit der Direktsaat, wie das Ganze aufkommt. Die Bedingungen sind natürlich hervorragend, muss man sagen. Wir haben feuchten Boden, genau. Wochenende ist Niederschlag gemeldet. Und vor allem, wir haben ja noch Temperatur im Boden, ne? Also der Raps wird ja auch relativ schnell denn das Licht der Welt erblicken. Genau. Pflanzenschutzstrategie ist wie folgt. Wir fahren jetzt hier vor ein Totalherbizid oder hier nach. In dem Falle ist es hier nach ein Totalherbizid. Und danach folgt gar nichts mehr. Ja? Also diese Mischung soll jetzt dafür da sein, um das möglichst schnell zu bedecken, alles zu unterdrücken. Wir haben die Option noch von Gräsermitteln, die können wir jederzeit fahren, wenn wir wollten, wie auch im normalen Rapsbestand auch. Aber ansonsten eine ganz normale Strategie wäre es jetzt im Prinzip, würde man jetzt entweder was im Vorauflauf oder im Nachauflauf fahren. Das machen wir jetzt in diesem Falle nicht. Wir beobachten tatsächlich, wie das Ganze wächst und wie sich das entwickelt und wie das im Winter abfriert. Ja, und sollte das nichts werden, dann ist es halt so. Da kommt ja nächstes Jahr Mais her. Aber bin bester Dinge, dass das gut werden wird. Wir haben ja das Stroh hier beräumt. Man sieht es ja auch, da kommt ja relativ viel Boden durch. Wenn du mal einmal so einen Schwenk machen magst. Genau, da kommt ja relativ viel Boden durch. Und von daher gehe ich auch von einem guten Feldaufgang aus. Wenn ich ehrlich bin, auch die Beikräuter. Gut, wir haben jetzt hier ein paar Kuppen. Da ist jetzt Melde durchgekommen, aber ansonsten ist hier fast nichts. Wir haben hier ganz bisschen Gräser drin vom Rand. Kommt ein bisschen was rein. Und ansonsten kommt hier jetzt ein bisschen Getreide durch. Die Erfahrung zeigt auch tatsächlich bei mir in der Direktsaat, da kommen gar nicht unfassbar viel Auslaufwellen nach mit dem Getreide, was hier an der Oberfläche liegt, sondern das verliert allgemein durch die Witterung schon alleine an Keimfähigkeit. So, wir können jetzt einmal gucken, wenn sie vorbeikommt. Magst du mir einmal die in die Hand geben? Genau. Ja, und ein wichtiger Punkt ist ja eben, was ich ja sagte, es gibt ja drei Punkte, die wir damit verfolgen, eben die Unkrautgeschichte, ne? Diese unkrautunterdrückende Wirkung von der Beisaat, dass wir da eben wirklich schon mal von Grund her die Beschattung des Bodens dementsprechend schnell generieren, um da eben die Unkräuter eben auch in Schach zu halten. Ja? Ja. So, den Novak im Detail habe ich ja schon in sehr vielen Videos vorgestellt.
Und die war ja auch jetzt ein paar Mal bei mir da. Und man muss auch sagen, das funktioniert gut. Gut, wenn wir jetzt auch das hier angucken, auch in diesen Bedingungen, das gucken wir uns jetzt auch demnächst mal in der AKF dann an, auch in diesen Bedingungen schafft die eigentlich eine gute Ablagegenauigkeit. Und das jetzt vorsichtig mal hier rauskramen. Das ist natürlich jetzt schwierig, diese kleinen Körner jetzt zu finden, ne? Aber ach, hier war der Einschnitt. Ich war ein bisschen daneben. Hier war der Einschnitt. Hast du was? Warte, ich bin bei. Ah, ich habe gerade einen Düngerkorn weggeschart. Also selbst bei diesen Bedingungen mit dem Stroh oben drauf kriegt das Teil eigentlich gut hin, muss man ehrlich sagen. Aber wir werden sehen, wie das am Ende aussieht. Ist eine spannende Sache auf jeden Fall. Schwierig zu finden, diese kleinen Körner. Ja. Ansonsten wäre noch Punkt 3 zu nennen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Part. Wir haben ja hier in dieser Mischung, sprechen wir von Leguminosen. Alexandrinerklee, Popowicke und dem Boxhornklee. Genau, wir haben die Stickstofffixierung. Genau. Da muss man natürlich gucken, was schafft dieser Bestand noch im Herbst? Was schafft er überhaupt noch an Stickstoff zu fixieren? Mhm. 10, 15 Kilo vielleicht? Also mehr würde ich jetzt persönlich nicht sagen, schafft er das? Ja. Aber besser als nichts. Ein Teil erhalten wir ja auch, weil wir jetzt sozusagen weniger Endauswaschung oder gar keine Endauswaschung haben, weil wir den Boden nicht bewegen. Raps ist ja sowieso eigentlich auch eine sehr gut stickstofffixierende Pflanze. Also muss man ja sagen, der eignet sich ja alles hervorragend an. Wird spannend. In jeglicher Hinsicht wird das ein spannendes Thema. Eine Frage, die jetzt viele beschäftigt. Wie gehe ich da vor, wenn ich zum Beispiel jetzt Einzelkornraps machen möchte? Also da haben wir uns, oder das ist ja nachher auch wirklich betriebsindividuell immer zu entscheiden, wie die Betriebsleiter auf den einzelnen Standorten und Höfen diese Geschichte natürlich nachher umsetzen mit der Beisaat. Aber ich sehe da die Praktikerlösung halt in der Form, dass eben bei der Einzelkorn entweder haben die einen Striegel für Grünlandnachsaat und haben einen Saatkasten da drauf, dass sie dann die Beisaat so reinstriegeln oder eben die Standarddrillmaschine nehmen und da eben die Beisaat mit 10 Kilo auf dem Hektar vorweg drillen und dann halt die Einzelkornmaschine eben im Nachgang drüber laufen lassen. Also da gibt es eben die verschiedensten Möglichkeiten. Wir bieten die Geschichte ja auch, wir haben ja noch gar nicht über die Rapsorte gesprochen, hier haben wir die Sorte Archivar. Die kennt ihr ja auch schon, die hatten wir ja schon dieses Jahr auch zur Ernte hier im Anbau. Und die bieten wir halt mit dieser Beisaat in diesem Jahr an. Und Eiche war auf jeden Fall sehr robust, auch schon in den Winter gegangen. Genau. Sehr viel Blattmasse und auch war auch sehr, sehr winterhart und stand auch nach dem Winter stabil. Hm. Erinnert euch an diese Kartierung, die ich euch da gezeigt habe im Winter, danach mit dem Sensor, wo tatsächlich der Archivar so krass rausgestochen ist mit der meiste Blattmasse noch nach dem Winter. Auch der muss ja irgendwann dann schaffen, mit den Beikomponenten sehr gut klarzukommen. Und er muss ja auch gut vorankommen und auch gut in den Winter kommen. Wird alles in allem mega spannend. Also das ist, ich freue mich auch überhaupt auf die Thematik. Das soll auch ein Punkt sein. Wir sollen in Richtung Biodiversität gehen, mehr Komponenten haben. Hat ja alles immer mehr Effekte irgendwann in der Landwirtschaft. Einfach mehr Kulturen machen den Boden letztendlich immer fruchtbarer. Das ist immer förderlicher. Und ja, wenn man dadurch noch Pflanzenschutz sparen kann, müssen wir natürlich gucken. Wir müssen das bonitieren. Geht der Erdflow wirklich auf die Kulturen oder ist er trotzdem da? Das müssen wir natürlich alles beobachten, aber letztendlich wird das spannend. Ich glaube, ich habe noch nicht gesagt, dass es spannend wird. Wird spannend, Leute. Könnte durchaus sein, dass es spannend wird. Wird spannend, genau. Ja, und dann würde ich sagen, das war das vorerst das Thema. Und dann will ich mal gucken, dass ich heute oder morgen noch interessante Drohnenaufnahmen mache. Und dann, ganz interessant, ich habe eine Fläche. Wird spannend. Mhm. Eine Fläche nebenan, da haben wir ja schon Zwischenfrucht gedrillt mit der Avatar und mit der Quernelan. Da habe ich jetzt in der Fruchtfolge etwas rumgeschoben und da werden wir tatsächlich morgen Planting Green machen mit dem Raps. Wird spannend. Ich glaube, das wird spannend. Ja, definitiv. genau. Wie gesagt, das ist einfach so ein bisschen der Zeitknappheit geschuldet mit den anderen Flächen, die parallel noch mit Stroh beräumt werden und, die ursprünglich vorgesehen waren. Leute, es ist, wie es ist, aber das wird spannend. Bis morgen. Spannend. So, Leute, jetzt haben wir den nächsten Tag. Oh, schöne Scheiße, bin ich hier über meine GoPro heute gefahren, ey.
Schöner Mist. Jetzt muss ich das hier so komisch halten, weil hier die Halterung abgebrochen ist. Und meine GoPro muss ich auch komisch halten, weil mein kleines Stativ kaputt gebrochen ist. Oh, ich hatte heute Morgen meine Tasche hier hingelegt, weil ich gedacht habe, ja, musst ja noch den Trecker anhängen, kommst rückwärts rangefahren. Oh, der war wieder Kopf und Arsch in einem. Dann haben wieder 100 Leute angerufen. Dann hier dies und alles das. Und da fährst du los und dann... Scheiße, aber Gott sei Dank bin ich nie über die Drohne gefahren. Das ist jetzt hier vielleicht ein Schaden, keine Ahnung, 30, 40 Euro. Gut, diese Rode, die da kaputt gebrochen sind, die tun ein bisschen mehr weh. Aber letztendlich, Gott sei Dank, GoPro hätte kaputt gehen können. Die kostet ja mal 500 Euro oder die Drohne für 5000 Euro. Die hat noch viel mehr weh getan. Ja, nichtsdestotrotz, Leute, wir sind jetzt hier in der Zwischenfrucht und machen Planting Green. Ja, Planting Green, der heiße Shit im No-Till. Bereich und wie ihr seht, wir haben die Flächen auch mit Schneckenkorn bestreut, ganz marginal am Rand. Und wir müssen mal ein bisschen gucken, wo wir denn mal Schneckchenkörnchen finden. Also wenn ihr mal an den Aufnahmen grünes eine kleine grüne Perle seht, dann seht ihr so ein bisschen Schneckenkorn da. Seht ihr dann? Ja, und hier. Schnecke ist im No-Till-Bereich tatsächlich doch mehr ein Problem, aber ist auch im gegrubberten, gepflügten Bereich ein Problem. Gerade wir haben hier in MV sehr viel diese Ränder, die ihr da seht, mit diesen Gräsern. Dann haben wir immer diese Feldinseln und da sind die Schnecken wirklich zu Hause und kommen wirklich auch so 10 Meter vom Rand reingekrochen. Und ja, ich mache das sonst und gehe immer den Randweise ab. Und ja, jetzt haben wir da so ein bisschen das Vorgewende mit abgestreut, damit wir da unsere Ruhe haben. Aber noch einmal ein bisschen, um warum, zu verstehen, warum wir dieses Jahr Direktsaat machen und kein Strip-Till Einzelkorn. Ich bin nach wie vor sehr angetan von Strip-Till Einzelkorn. Nächstes Jahr geht es auch in dem Bereich wieder weiter, definitiv. Aber folgende Punkte. Wir sind dieses Jahr ja ein bisschen später fertig geworden mit der Ernte. Wir waren ja auf Lohn, haben zusätzlich Geld verdient. Alles okay, denn die Flächen müssen natürlich entsprechend beräumt werden. Ich gebe das Stroh ja meinen Nachbarn, damit ich Gerste und Mist zurückbekomme. So, jetzt ist die Thematik. Ich habe ja den 8RX mit einem Kollegen zusammen, oder er hat den Kollegen, ich darf den mitnutzen. Der ist kaputt. Zusätzlich hat er noch 2 oder 3 andere Schlepper mit Motorschaden. 2 andere. Jetzt haben wir eine Riesenproblematik. Jetzt hätte ich zum Wochenende einen Schlepper bekommen, für einen Tag, 2 Tage Strip-Till machen. Dann habe ich natürlich, ich hätte auch eine Vorführung bekommen. Also schöne Grüße gehen nochmal raus an eine Horsch, die jetzt hier die Vorführung gefahren hätten. Mit dem Einzelkorn war schon lange abgesprochen, habe die dann noch eine Woche nach hinten vertröstet, 2 Wochen sogar, weil wir ja nun hier so spät in die Ernte kamen. Und ja, leider letztendlich, die wären auch nächste Woche Mittwoch gekommen. Aber nächste Woche Mittwoch haben wir dann ganz kurz schon vor dem 1. September. Und man sagt halt, eine Woche im September ist ein Tag im August ist eine Woche im September. Und das ist auch so. Jetzt haben wir hier noch die Temperatur. Nächste Woche kühlt sich das ab. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das ausmacht, 5 warme Tage im August noch mitzunehmen, ja. Jetzt hatten wir heute Nacht hier 5 mm und heute Abend soll nochmal 10 kommen, dann ist das hier fertig und dann ist das hervorragend. Deswegen haben wir hier mit den Flächen ein bisschen geschoben. Ich bin ganz froh, dass die Novak jetzt kam. Ich bezahle das komplett als Dienstleistung, nur nochmal, damit ihr das auch auseinanderhält, wann ist das eine Vorführung, wann ist das Dienstleistung, das ist eine komplette Dienstleistung ab Hektar 1, bezahle ich das alles und deswegen auch Novak, weil viele Leute fragen, warum lässt das nicht mit der Avatar machen, weil das ein Landwirtschaftsbetrieb ist oder ein Dienstleister, den ich damit beauftrage, das zu machen. Nächstes Jahr haben wir, denke ich mal, schon deutlich eine bessere Struktur drin, auch im Strip-Till. Wenn man sowas natürlich, so ein großes Schlepper auch mit Kollegen nutzt, dann muss man da ein bisschen natürlich gucken. Aber selber hier für ein paar Hektar so einen Schlepper zu kaufen, Leute, das sind 50, 60, 70.000 Euro Kosten im Jahr. Den kann ich dann den Rapsanbau gleich ganz sein lassen, der verdient auch mehr Geld. Genau, das ist wichtig zu verstehen. Und mir ist einfach wichtig, dass der Raps früh reinkommt. Klar braucht man ein bisschen Mut jetzt dafür, für Direktsaat und Strip-Till. Das ist jetzt auch wichtig. Ich merke gerade, jetzt kommt der Wind da wirklich hoch. Jetzt werde ich mit der Spritze wieder wegfahren. Da bin dann mit der Spritze gekommen. Aber ich fahre jetzt wieder, das ist zu windig. Also das, bei allen Male dürfte man hier noch spritzen. Aber für mich ist das jetzt schon zu windig. Also ich lasse es jetzt schon sein. Dann komme ich heute Nacht nochmal wieder. Oder ganz früh morgens oder irgendwie sowas. Also, das ist für euch zum Verstehen, warum wir das jetzt hier so machen. Ich habe jetzt hier Unterfußdünger bei, weil wir ja das nun jetzt nicht mit Gerste fahren. Hier in den Punkten könnte man oberflächlich ausbringen, bräuchte es nicht einarbeiten, aber es müsste ja wenigstens regnen, damit die Pflanze davon auch was hat. Deswegen machen wir Unterfuß mit rein
damit wir die Pflanze auch so ein bisschen pushen können, damit die sich gut entwickeln können. Jetzt gucken wir uns aber mal einmal die Saatgutablage an. Aber es ist so einfach, damit ihr jetzt auch versteht, warum das alles so ist. Ich habe gestern Insta-Stories gepostet und da explodiert natürlich das Postfach, weil viele Leute nicht verstehen, ja, warum jetzt direkt und kein Striptil und kein Einzelkorn mehr. Nächstes Jahr gehe ich auch davon aus, eine eigene Einzelkorn zu haben. Und der Kollege, mit dem ich ja das Striptil und den 8X teile, der hat sich eine Einzelkorn bestellt, eine neue, die alte ist hinüber. Und die kommt aber erst im Oktober. Also wäre das keine Alternative gewesen. Und der muss leider Gottes auch ganz normale Saat dieses Jahr machen. So, wenn wir uns das jetzt hier angucken, wir sind jetzt hier in den Bereichen von der U-Drill. Ja, optisch muss man sagen, Avatar sieht schon ein bisschen besser aus. Also da, der Avatar-Bestand ist dichter, definitiv. Wenn man jetzt hier durchgeht, der sieht ganz gut aus. Vielleicht hätte man noch ein paar Kilos mehr drillen können. Wenn man jetzt müssen wir uns mal ein bisschen das hier genau angucken. Hier ist ein Bereich mit Fahrgasse. Mensch, Hannes, was quatschst du? Mit Strohschwatt. Strohschwatt ist so ein bisschen das Problem, weil auch hauptsächlich das Ausfallgetreide sich hier so ein bisschen breit macht. Ja? Wenn wir uns jetzt hier angucken, dann liegt hier ja die Saat drin. Und eins muss man lassen, die Novak, die macht einfach eine Saatgutablage. Da kommt kein anderer mit. Das ist so. Das liegt einfach hier vernünftig. Der Fahrer sagt auch schon, wo er sehr überrascht ist, dass das schon Feuchtigkeit gezogen hat. Das, ich meine, jetzt hat es hier geregnet heute Nacht. Aber das ist so. So ein Pflanzenbestand zieht Feuchtigkeit. Und im trockenen Jahr wäre dieses Planting Green, denke ich mal, keine Variante, weil es mir einfach zu viel Wasser klaut. Auch selbst im Herbst, wenn jetzt der Boden knochentrocken war, wie wir es in einigen Jahren hatten, dann ist das noch schlimmer und normalerweise habe ich auch nicht die Temperaturen hier, um sowas zu machen. Nach Gerste nochmal, ihr seht ja selber, hier hat sich jetzt gar nicht so viel entwickelt, hier ist gar nicht so ein dichter, üppiger Bestand gekommen, den hätte man vielleicht andere Kulturen definitiv nehmen sollen und das Ganze auch noch dicker machen, dichter machen, damit es schneller wächst. Aber ihr seht, ist natürlich total wenig. Wir haben hier Ramtillenkraut, hier kommt eine Hirse. Das ist eine Gerste, hier haben wir den Öllein, ja, der entwickelt sich schnell, Buchweizen ist auch super schnell in der Entwicklung, tiefwurzelnder Rettich, hier ist ganz normaler Rettich, hier haben wir eine Phacelia, die braucht auch immer einen kleinen Moment, bis sie sich richtig entwickelt, also für sowas sind wir eigentlich zu nördlich und zu kalt. Generell muss man sagen, zur Ernte, es ist bei uns völlig normal, noch Mitte August, Ende August zu dreschen und vor 2018 war es eigentlich gang und gäbe, noch zu dreschen und währenddessen die Rapsaussaat zu machen. Deswegen macht man eigentlich auch bei uns sehr viel Gerste, damit man Zeit hat für den Rapsanbau. Aber war jetzt in den letzten Jahren nicht notwendig und nicht nötig. Und deswegen habe ich auch gedacht, naja, nach Weizen geht es ja allemal. Ging ja auch die letzten Jahre gut. Hätten wir jetzt auch geschafft. Haben wir ja da drüben auch geschafft. So, genau, also das jetzt das mit der Novak zu sagen. Saatgutablage hier top. Ja, wenn man das jetzt guckt. Jetzt ist natürlich die Außergerste kommt natürlich hier hoch. Ich würde die jetzt, hätte jetzt auch diesen Winter auch versucht, die abzuwalzen. Ja, das mag die gar nicht so richtig, dass die auch schön nächstes Jahr ganz wenig Gräser nur noch sind. Ansonsten, der Rest friert ja kaputt, die Melde friert auch kaputt. Aber was mich auch so ein bisschen stört mit meinen Sandfeldern, dass dann nach der Ernte die Melde so extrem durchkommt. Also gerade hier die Sandkuppen, da hinten, wo der Boden nachher besser wird, ist gar keine Melde mehr. Aber hier gerade so die Sandkuppen, da kommt die durch, das nervt mich auch so extrem. Gerste, Ausfallgetreide ist auch ein bisschen mehr Thema als tatsächlich irgendwie beim Weizen oder so, weil die hat natürlich mehr Zeit zum Wachsen, die wird deutlich üppiger. So, und auch gerade sowas hier, ne? Haben wir gestern schon mal geguckt, auch gerade bei sowas kriegt die hier auch eine Saatgutablage hin. Und da muss man sagen, ist die ist einfach die Schwäche da bei den anderen Saatsystemen. Da muss man das einfach sagen. Ich habe jetzt aber hier kein Messer da, um das alles richtig aufzuschneiden, um euch das zu zeigen. Aber wir haben gestern nämlich hier schon was aufgeklappt und da haben wir das gesehen, dass das geklappt hat mit der Saatgutablage. Das ist halt das Ding, sie schneidet halt den Boden auf, so, und packt das rechts und links da rein. Und das funktioniert wirklich. Aber eins muss ich sagen, der Dieselverbrauch von dem Ding ist schon hart. Also 9 bis 10 Liter auf dem Hektar für Direktsaat. Bei 13 Liter mache ich Striptil und wir haben jetzt die anderen Direktsaatdrillmaschinen bei 3 bis 4 Liter gefahren. Klar ist die Saatgutablage hier in einer anderen Welt unterwegs, aber 6 Liter mehr Verbrauch ist auch in einer anderen Welt. Das sind ja über 100% mehr, ja, gegenüber dem normalen Verfahren. So, jetzt gehen wir nochmal zum Avatar.
zu der Avatar-Zwischenfrucht und dann drehe ich auch euch gleich nochmal das Fazit-Video. Mann, macht sich das blöd. Ich muss heute nochmal, glaube ich, schnell noch zum Mediamarkt einkaufen fahren. Und mir mal mein ganzes Material holen. Und kleines Fazit wollte ich auch noch zur Ernte drehen. Also meine Ernte, aber als extra Fazit-Video, weil da kommen auch viele Fragen auf. Wie es da jetzt aussieht, Fazit zur Ernte. So. Hier kommen wir langsam in den Avatar-Bereich rein. Und entscheidend sind eigentlich die Stellen immer, wo die Schwade liegen. Und eventuell ist es interessant, hier einen Strohstriegel zu verwenden, um diese Schwade aufzuzehren. Aber ich habe nächstes Jahr erstmal andere Investitionsplanung. Man kann ja nicht alles auf einmal, immer Stück für Stück. Aber tatsächlich wäre das interessant. Jetzt fragen viele, nimm deinen Grünlandstriegel, den habe ich verkauft. Aber ich habe auch schon mal in den Jahren zuvor den versucht zu nehmen dafür. Dafür sind die Striegelzinken zu weich und zu dicht aneinander angeordnet. Der lädt sich auf mit Stroh, kriegt das aber nicht mehr los. Und man kann ihn nicht richtig aggressiv fahren, damit die Zinken richtig anfangen zu federn, sondern nur so ein Kratzen. Und dafür ist es nicht geil. Aber wenn ihr das schon mal hier seht, ja gut, Schwatt, bisschen ausgenommen. Aber wenn ihr hier guckt, ist der Avatarbestand tatsächlich ein bisschen dichter. Seht ihr das? Also wir waren da drüben bei U-Drill und hier beim Avatar. Das Saatgut liegt einfach ein bisschen besser gebettet, ne? Gut, die U-Drill ist ja auch keine richtige Direktsaat, sondern es soll ja eine Alternative sein. Und wo ich gerade finde, wo der Unterschied so ein bisschen ist, ist hier zum Beispiel bei den Wicken, ja? Dass man hier schön welche sieht. Hier kommt noch ein bisschen Klee. Den hatten wir noch ein bisschen restlich in der Mischung drin. Also hier sieht es eigentlich ganz gut aus, wenn der noch ein bisschen Zeit hat zum Entwickeln. Und hier ist es jetzt auch so, die Pflanzen sind erstmal da. Wir haben hier noch eine Lupine, eine Wicke. Die werden sich natürlich entwickeln. Ja, die Wicke wird sich entwickeln. Die werden sich natürlich entwickeln. Aber am Ende haben die auch einen Vorteil, weil sie Leguminosen sind. Die können ja hier, sag ich mal, den Stickstoff, den sie selber sammeln, nutzen und überwachsen dann die Gerste. Wenn wir hier auch mal gucken, hier ist der Dramtillenkraut. Hier ist der Buchweizen, also die Saatgutablage bei der Avatar war schon da. Ja, da kommt schon was raus. Das ist aber auch schwierig mit diesen Schwaden, muss ich ehrlich sagen. So, aber wenn wir jetzt hier mal so durchgucken, Melde müssen wir außer Acht lassen, dann macht die eigentlich auch einen ganz guten Job. Aber würde ich mich jetzt trauen, mit der Avatar den Raps zu machen? Ich weiß es nicht. Um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht. Um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht. Da würde ich vielleicht mal testweise ein, zwei Hektar machen. Weil die Saatgutablage ist schon anders und Hairpinning, also Stroh, ist schon ein Problem für die Avatar, definitiv. Weil die Schare halt dementsprechend so angeordnet sind, dass sie so ein bisschen Stroh halt reinpacken. Eventuell müsste die eine Schneidscheibe oder Räumsterne davor haben. Wenn die Räumsterne davor hat, glaube ich, gar kein Problem. Dann hat die natürlich viele Vorteile. Aber ihr seht selber, sieht soweit ganz gut aus, also... Wie gesagt, die Schwade, das ist so ein bisschen das Problem, weil sich da natürlich das Ausfallgetreide richtig konzentriert. So, Leute, ich drehe jetzt erstmal mein Fazitvideo zu Avatar. So, da sind wir wieder. Hier ungefähr 4 Wochen sind vergangen, seitdem wir hier mit der... Ja, und nochmal zum Thema Strohstriegel. Das ist auch so ein Ding, das gibt es in meiner Region noch nicht so richtig, sonst hätte man sich das ja mal ausleihen können. Aber da ist es tatsächlich nicht so ein Thema. Bei gehäckseltem Stroh muss man letztendlich sehen, wie sich das denn entwickelt. Dann ist die ganze Material natürlich ein bisschen verteilter. Definitiv. Aber ich finde, die Zwischenfrucht ist noch ein bisschen sehr verhalten, noch ein bisschen zu dünn. Vielleicht muss ich die Komponenten noch ein bisschen in Schnellwüchsigkeit ändern. Aber gerade das wollte ich ja nicht in der frühen Aussaat, weil ich da wieder das Problem hatte, dass sie aussamen. Gerade Rettich, Buchweizen, habe ich letztes Jahr erlebt, zu früh, dann samt das alles aus und da hat man Riesenprobleme nächstes Jahr im Bestand. Das wollte ich nicht. Aber wir werden ja auch sehen auf den anderen Stücken, wie sich das Ganze jetzt verhält. Bis November wächst das ja hier noch. Und gerade hier die Leguminosen, ja, diese hier, und diese hier, die werden natürlich die Gerste bei Weitem nachher überwachsen. Der Gerste geht die Puste aus, weil die hat keinen Stickstoff zur Verfügung. Aber die Leguminosen haben ihn ja und deswegen werden die wild vor sich hin wachsen.
Gut, Leute, bis dahin erstmal. So, Leute, als ich vorhin gerade aufgenommen habe, wollte ich gerade Drohnenaufnahmen machen und zack, ruft Detlef an, Knallpanne beim Zubringer. Jetzt war ich, neuen Reifen holen, den hatten wir schon fertig auf Felge, aber beim Reifenhandel, den hatten wir immer nicht geschafft abzuholen. Wir haben immer ein Ersatzrad auf Felge schon fertig, aber leider nicht auf dem Hof, deswegen haben wir jetzt inzwischen 14 Uhr. Jetzt hat der Wind tatsächlich wieder ein bisschen nachgelassen, soll ja heute Abend noch Niederschlag geben. Man sagt, nach dem Spritzen sollte mindestens 2 Stunden trocken sein und wir fahren ja nichts Bodenaktives, ist ja nur blattaktiv. Und bis dahin ist das eingezogen, aufgenommen und wird nicht weggespült oder ausgewaschen. Also, wenn ich mir das so angucke und fahre jetzt rüber, muss ich sagen, sieht der Feldaufgang bei allen aber deutlich besser aus, wie oben jetzt am Vorgewinde. Sowohl die U-Drill hier, ist genau die Kante, sowohl als auch Avatar auf der Seite. Also das sieht auf beiden Varianten sehr, sehr gut aus. Was natürlich ist, diese Schwade, ne? Was ich vorhin angesprochen habe, da wo sich wirklich sehr, sehr viel Auslauf, Ausfallgetreide zentriert. Das ist natürlich da ein bisschen nerviger, aber ansonsten, ja, jetzt im Acker sieht das auch ein bisschen gleichmäßiger aus alles. Also das wäre jetzt auch in den nächsten Wochen gut gekommen. Das werden wir jetzt auch auf den anderen Stücken ja sehen, dass sich das gut entwickeln wird. Und hier, wo die Böden auch ein bisschen besser sind, ist natürlich deutlich weniger Ausfallgetreide, wie ihr das seht. Also es ist alles hier so ziemlich die Zwischenfrucht, ganz wenig Ausfallgetreide, wenn dann nur im Schwatt überhaupt. Man hat natürlich auch den Vorteil im Schwatt, dass hier in den guten Ertragsstandorten ist der Stroh natürlich noch nicht so überbrüchig wie in den schlechten Standorten. Dadurch kommt es natürlich nicht so durchgekaut aus dem Rotor, sondern noch ein bisschen zäher. Und die Presse nimmt dann alles deutlich besser auf, anstelle dass, sag ich mal, super feine Stroh auf den Sandkuppen liegt. Dann geht da die Presse drüber. Dann fällt das alles schon einmal durch die Pickup durch, weil das schon so fein ist. Und dann beim Pressen verliert er auch nochmal an Material und dann liegt da halt viel, viel mehr feines Stroh oben drauf. Genau, das zu sagen. Also jetzt, ich fahre jetzt diese Fläche hier erstmal fertig und dann muss ich gucken, ob ich die andere noch schaffe. Weil ich habe Lisi heute gesagt, heute ist Familiennachmittag, die kommt näher nach Hause. Die war in Köln auf der Gamescom und hat jetzt unseren kleinen Mann abgeholt und dann wollen wir nachher eigentlich noch zu Freunden. Also das habe ich gesagt, da fahren wir unbedingt hin. Ich habe dann noch diese anderen 16 Hektar zu spritzen, ne? Die sind dann noch nicht, aber das mache ich, denke mal, morgen früh um 4, 5. Und dann fahre ich morgen als Zubringer noch mit. Die anderen beiden Zubringer sind heute schon unterwegs, Svenny und Detlef. Und ich fahre da morgen auch nochmal mit, sodass wir zum Sonntag das Gröbste erstmal alles abgeschlossen haben. Also Sonntag wäre dann Ruhetag. Und nächste Woche können wir dann auch mal ein bisschen durchatmen, muss man ehrlich sagen. Also das ist jetzt ja mit dem Raps im Boden. Ich meine, jetzt ist die Ernte geschafft. Aber irgendwie ist der Druck ja noch nicht weg, weil, naja, in der Landwirtschaft hast du halt Etappen immer. Nach einer Etappe kommt ja die nächste Etappe, ist wie Tour de France, ja. Wenn du die eine Etappe fertig hast, dann ist aber morgen die nächste Etappe wieder. Aber langsam merke ich schon auch bei mir so ein bisschen, wie die Entspannung oder Anspannung abfällt, jetzt nach der Ernte. Und bin jetzt eigentlich ganz zufrieden, ganz froh. Also ich fahre jetzt hier mit einem Totalherbizid rüber und das ist die einzige Maßnahme, die ich jetzt mache. Und dann werde ich bonitieren im Herbst, ob ich überhaupt noch was machen muss oder nicht. Und muss auch sagen, ganz ehrlich, wenn man die Alte und Kräuter weg hat in Direktsaat und Striptill, dann kommt da gar nicht viel neues Material nach. Sicherlich Ausfallgetreide müssen wir beobachten, aber das hatte jetzt auch schon lange Zeit und gute feuchte Bedingungen, um zu keimen. Also da wird jetzt auch gar nicht viel im nächsten Gang da hochkommen. Das ist schon alles sehr, sehr gut ausgefallen und aufgekeimt, muss man ehrlich sagen. Wir sind ja hier schon auch einmal rübergefahren mit den Drillmaschinen, wo wir das Material einmal zerdrückt haben und angedrückt haben. Dadurch hatten wir natürlich auch einen guten Aufgang bei dem ganzen Kram. Ja, und zum anderen muss man auch sagen, gerade im Bereich Vorauflaufherbizide, da gibt es ja Clomazone. Clomazone ist schon ein sehr, sehr hartes Mittel. Und ich bin da eigentlich gar kein Freund von, wenn du einen Niederschlag hast, dann spürt es in den Boden ein, betrifft noch den Raps, dann bremst es immer, immer den Raps aus. Ja, egal wie gut man das anwendet, es ist nie so, als wenn er keine Behandlung damit gekriegt hat. Und so Leute, da sich ja gestern ein bisschen mein Mikrofon verabschiedet hat im Laufe der Drehaufnahmen, es ist jetzt inzwischen Samstag früh, 26. August, also eine Nacht danach. Das ist jetzt hier kurz nach 6 Uhr. Es hat geregnet, wie man sieht hier, beim Fan tropfen ja immer schön die Kanten vom Dach runter. Und heute Morgen sind schöne Bedingungen. Wir haben Windstille. Ich liebe sowas. Also es ist absolut windstill, nicht ein Zentimeter Luft.
Und da funktioniert Spritzen natürlich hervorragend. Ne? Also klar, die Windräder drehen da hinten, aber das ist Höhenluft. Hier unten ist wirklich gar nichts los. Und ja, ich spritze jetzt hier noch. Also ich spritze jetzt hier noch die letzten 5 Hektar fertig und dann baue ich den Zubringer an und dann fahre ich heute auf Lohnern, Leute. Wir fahren ja Zubringer, fahren wir ja immer im ganzen Jahr bei den Nachbarn und so. Aber ich bin da eigentlich nie dabei. Da man nicht so richtig Lust drauf, aber die meiste Zeit sind die Zubringer auch unterwegs und ich spritze, drill und mache dann andere Arbeiten. Und jetzt sind wir aber heute alle drei unterwegs und ja, die Rapsaussaat ist bei den Betrieben auch in den höchsten Gange. Jetzt hier Ende August und deswegen will ich da noch mitfahren und es ist auch nur heute, morgen Sonntag ist frei. Und ja, dann nehme ich euch nachher noch ein bisschen mit. So, alles angehangen. 2 Steuereinheiten habe ich. 3, das ist der Stützfuß. Also 2 eigentlich für den richtigen Betrieb. Einen drucklosen Rücklauf. Kugelkopf unten. Fährt sich wirklich, also ich muss sagen, Kugelkopf fährt sich von allen Systemen wirklich am geilsten. Weil es halt richtig eine schöne feste Verbindung ist. Und dann habe ich hier einmal noch die Elektronik, die ich jetzt mit anstecke. Und dann geht das auch schon los. So, wir haben inzwischen Nachmittag hier. Bin heute beim Roten Baron, der hat einen anderen Burger Fass. Irgendwo da hinten fährt er. Da, glaube ich, fährt er. Und wir müssen tatsächlich mit Schlauch umpumpen. Sieht man das? Da im Spiegel, ne? Wir müssen tatsächlich mit Schlauch umpumpen. Bisschen zwischenklemmen. 2 Touren habe ich wohl noch. Wie spät haben wir das? Sieht man das? Moment. Nee. 13:56 haben wir hier. Ich habe wohl noch 2 Touren und dann startet für mich das Wochenende. Und ich würde dann sagen, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. So viel gibt es hier gar nicht zu berichten. Wir fahren vor uns hin, da fährt er mit Bomech, da fährt die Einarbeitung dahinter. Bomech, Einarbeitung. Und das war's. Bis dann erstmal.